der Hallo, Michael. Michael hat bestimmt wieder Nachtschicht. Der guckt noch mal kurz vor Streamende rein. Michael, ach nee, Michael ist ja krank. Michael ist ja immer noch krank. Theoretisch. Der Michael ist ja immer noch krank, theoretisch. Praktisch wahrscheinlich auch, aber... Oh, wir sparen wieder ein Saat, ey. Bin doch krank, ja, siehst du, habe ich mich gedacht. Übrigens, falls jemand da Interesse hat, unsere Frau Flo ist auch noch diese ganze Woche im Krankenhaus, hat sie mir unter das Video geschrieben. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, unter welches. Ich auch nicht. Falls ihr die Sahnetorten bei uns im Chat vermisst. Boah, er ruckelt und springt immer zwischen Normal- und Vorwärtsgang hin und her. Vielleicht solltest du das Ding vorne doch anheben. Nee, es kommt durch das Geruckel, wenn er ruckelt. Jason, bis wie viel Leute können bei ETS fahren? Das ist wohl eher eine Frage servertechnisch oder so. Ja, ja, wie viel der Server insgesamt? Insgesamt 8. Oh, das ist aber wenig. Das ist zu wenig. Weil ich hätte schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Mindestens. Also hätte ich nicht, aber die Leute, die ich fragen würde. Genau, Andrina möchte gerne eine Klassenfahrt machen. So sieht das aus, Andreas. Genau das ist das, was ich vorhabe. Aber es hätte sich der liebe Jason ja auch schon denken können, oder? Das hat er sich garantiert schon gedacht. Oh, jetzt ruckel ich schon wieder. Oh, Alter. Ich bin gerade wieder normal unterwegs. So. Das ist aber auch keimig, die Maschine. Ich hoffe, dass ich das Feld noch fertig kriege, bevor das Ding ganz kaputt ist. Dass der Trecker ist oder ob das die Saatmaschine ist, ich weiß es nicht. Ich springe, ja, das wolltest du ja schon bei Julia machen. Entspannt auf dem Beifahrersitz. Ja, ja. Wenn das gehen würde, wa? Also es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die ich fragen würde, gerne wollen würde, aus wirklich verschiedensten Richtungen. Ob da Interesse bestünde. Weil so einen großen Ausflug wäre ja schon mal gar nicht so schlecht, oder? Jo. Wir würden eine ganze Autobahn komplett voll kriegen. Ich muss das unbedingt auch mal wieder spielen. Ist nur mal so, nur so ein Gedanke. Ein großer Konvoi hört sich dafür. Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt, genau. Aber das muss natürlich alles sehr gut geplant werden. Ich würde natürlich mitplanen. Aber ich würde dich da gerne an meiner Seite wissen wollen, mögen, möchten. Waren das zu viele? Warte. Er wollte mitschreiben. Und dann fahrt ihr bei jedem zu Hause vorbei. Nee, ich habe so gedacht, so auf dem Wochenende mal so ein schönes Event machen, so für ein paar Stündchen, so 3 Stündchen, 4 Stündchen. Wäre bestimmt lustig. Jetzt nicht nächstes Wochenende, aber so hätte ich auch Bock drauf.
Wenn das alles klappt, machen wir das Wochenende da drauf rennen. Jetzt. Huch! Shit, was mache ich denn jetzt hier? Nein! Das war der falsche Knopf. Wer seine Lieferung zuerst abliefert. Mit Rubberdeck. Duck, mit Rubber Duck. Mit Rubber Ducks, ja. Habe neue Tilidin mit 50 Stück verschrieben bekommen, Andrina. Oh, Michael. Ich kann's ja verstehen, aber bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Hab meinen Reiskocher wieder angeschaltet. Jawohl. Angeschaltet, angeschalten? Egal. Wenn es zeitlich passt und nicht am Ende Plätze fehlen, bin ich immer da, bin ich dabei im Konvoi. Wie gesagt, die Idee habe ich schon länger. Und aber ich würde tatsächlich, es geht in die verschiedensten Richtungen, wo ich fragen würde. Und natürlich geht das nur mit fester Zusage, logisch. Und ich habe eigentlich mit dir und Harzeli auch gerechnet, ne, lieber Jason? Soll heißen, drücken gibt nicht. Genau so sieht's aus. Du bist einfach verpflichtet und hast zuzusagen. Oh, meine Maschine sieht dreckig aus. Alter Vater, du. Ja, hier, die Saatmaschine. Ja, ist auch schrecklich. Das Ding vorne sieht nach Tappi aus. Ganz übel. Ich bin fertig. Sehr schön, sehr schön. Jetzt fahren wir zur Werkstatt. Ja, mach mal. Will den Preis gar nicht wissen. Aber nur, wenn wir dann auch zusammen Seven Days Blood Moon spielen. Uff, das ist Erpressung. Ach so, nennt man das denn in dem Das Moment ist Erpressung. Wie war das eben? Verpflichtung, drücken gibt nicht? Ja, aber das ist Erpressung. Ach so? Heute wird's richtig lecker. Reis, Pilze, Pfefferschoten, Bolo-Soße. Ja, das klingt nach einem richtigen Abendessen. Glaubst du, lieber Reini, dass das jetzt die richtige Uhrzeit ist? Ich will auch schon wieder was essen. Nein! Doch. Warum? Warum? Du musst gleich ins Bett, du musst morgen arbeiten. Ist schon schlimm genug. Oh, du bist auch so ein Jappel-Papa. Wenn ich daran denke, was ich machen muss. Du bist auch echt so ein Jappel-Papa, ne, ehrlich? 1000 Quadratmeter Glasreinigung machen. Habe am Freitag die letzte genommen. Die neue Packung Tilin habe ich nicht mehr genommen. Nehme nur noch die Sorte Tabletten Noragin. Super, Michael. Ich hoffe, dass du mit den anderen Schmerzmitteln auskommst. Dass du da nicht zu große Schmerzen hast. Finde ich besser. Ui, der Trecker ist ja ganz übel. Noragin ist nicht ganz so stark, aber ist definitiv besser. Meinst du, die Pilze können die Uhr lesen? Ja, Andreas, können sie. Vor allen Dingen die Manu dir wegfuttert oder Reini wegfuttert. So, ich verabschiede mich für heute, bevor ihr noch mehr Verpflichtungen folgen. Habt noch einen schönen Abend und eine ruhige oder unruhige Nacht, je nachdem, wie ihr es mögt und braucht, lieber Jason. Dir natürlich auch die Nacht deiner Träume. Und süß soll sie sein, auf jeden Fall. Ich hoffe, du stehst auf süß. Jetzt mal erstmal überlegen hier. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. So. Ich bin stolz auf dich, Michael. Ich bin wirklich stolz auf dich. Das ist wirklich... Also wenn ich kann, würde ich jeden davor warnen.
das zu machen. Habe noch Schmerzen, aber die sind nicht mehr so stark, siehst du. Oh, hier so. Klingelt ja die ganze Zeit Geld. Ja, rein und raus. Reparatur, tanken und jetzt ist das Feld abgeschlossen. Ja, hat sich denn gelohnt? Ist nach dem Reparieren und Tanken auch noch was übrig geblieben? Das Feld hat um die 30.000 gebracht. Ich glaube sogar ein bisschen ja, mehr. Ja, okay, das passt. Das passt. Na, 1.300 nur für den Traktor, die Reparatur. Ja, das ist klar. Der war wirklich komplett runtergeranzt. Der war runtergeranzt, ja, so ist er auch gefahren, glaube ich. Das ist also das Abladen hier macht keinen Spaß, ne? Das glaube ich gerne. Immer noch hier das Köpfchen neigen. Mach doch! Krass, ne? Ah, ich hab nicht leer gemacht, ne? Na doch, doch, ich hatte leer gemacht. Ist aber schon wieder gleich voll. Sigi hatte vorhin schon gesagt, du sollst mal versuchen, weiter wegzustehen vom Anhänger. Ja, kann ich auch probieren. Du musst weiter weg, schreibt Guru auch. Warum sagt die mir nicht sowas? Meine ich doch. Guru, du kannst mir das auch sagen. Ich würde dir sogar zuhören, wenn du mir das sagst. Oh Gott, 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 oh Gott. Wieder um 10 vor, ne? Das ist nicht in Ordnung. Mann. Die Apothekerin Saat hat gesagt, ich soll auf Tilidin verzichten. Die machen abhängig und süchtig. Was hab ich dir denn erzählt, Michael? So, der Dominik ist auch weg. Im Schlummerland. Wünscht uns eine gute Nacht und noch viel Spaß beim Feld umkrempeln. Also, weil ich weiß, heute mache ich definitiv nicht länger. Nee, hast du nicht. Ich habe nichts gehört. Guru, ich habe nichts gehört. Ich kann euch verraten, heute wird definitiv nicht länger gemacht. Von daher. Sonst hätte ich gesagt, Dominik, du musst bleiben, aber nein. Ich wünsche dir natürlich auch viele, viele süße Träume. Das Gleiche siehst du, Michael. Mike auch, schreibt mir auch. Warum sagt ihr mir das nicht? Jetzt habt ihr die Möglichkeit, mit mir das zu sagen. Und nutzt das nicht. Ich würde euch doch zuhören. Schreit sie an. Laberecke aus. Nein, du kannst doch TTS nehmen. Laberecke aus. Du hast garantiert Millionen von Punkte. Ihr wolltet doch immer, dass ihr eure Kanalpunkte ausgeben könnt. Jetzt könnt ihr sie ausgeben, nutzt ihr nicht. Was nehmt ihr denn für Drogen? Nee. Michael hatte die Rippen, was war das? Gebrochen, was war das? 7. und 8. Rippe, glaube ich. Irgendwann. Ja, genau. Und hatte vom Arzt Tilidin verschrieben gekriegt. Was nicht so gut ist, was ich gleich gesagt habe, ist nicht in Ordnung. Das ist kein. Es ist zwar ein gutes Schmerzmittel, aber macht eben halt auch sehr schnell abhängig. Und von daher. Keine gute Idee. Ein paar Punkte weniger. Danke, Lavisinchen! Siehst du? Der Unterschied ist, ich höre es nicht. Guten Hunger, Reini!
Nein, Guru, du musst auf die Kanalpunkte gehen. Du weißt das, oder? Wer das nicht weiß, man darf jetzt über Kanalpunkte mir eine Sprachmessage schicken. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt den Cooldown eigentlich wieder erhöht? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Weniger gemacht. Ich glaube, ich hatte da einen Cooldown drauf, tatsächlich. Da waren irgendwie nur 3 Nachrichten oder so, ne? Nein, den Cooldown nicht zwischen den TTS. Dort, wo du, Cola Marsch und Cola sowas. Cola Marsch und sowas, genau. Haltung annehmen. Setz dich gerade hin, Philipp! Ach, das schon wieder, Mensch. Ich hab gerade so entspannt gesessen. Jens war das. Jens ist schuld. Ich werde mal einen Kaffee trinken. Uff. Also wenn ich als Bauer auf so einem Bock sitzen würde, ich müsste mal, also Minimum 2 Kaffee haben. Du hörst es tatsächlich nicht, ne? Nee, weil es ja nicht im TS abgespielt wird. Das wird ja nur genau im Stream abgespielt. Das ist ja genauso wie am Anfang, wenn wir starten, die Musik. Die höre ich ja auch nicht. Ich werde jetzt weiter weg vom Anhänger ausprobieren. Na, Wiesinchen hat jetzt ein paar Punkte weniger. Ich weiß gar nicht, 186, nein, 286.000 habe ich. Ja, siehste, da sind 12.000 ja gar nichts. Nee. Muss ja auch mal welche von den 70.000 ausgeben. Ja, ja. Es gibt auch teurere Dinge. Ich habe, glaube ich, das Sprechverbot ist auch immer noch da. Ich glaube, das habe ich wieder angeschaltet aus Versehen. Ich rauche seit über eine... Oh, herzlichen Glückwunsch. Oh, Michael, herzlichen Glückwunsch. 154.000. Hat der Guru. 353.000 hat Lavisina. Ja, Lavi, da brauchst du jetzt... Kannst du mal sicher sein, dass ich dir zuhöre. So, jetzt werde ich das ausprobieren. So, jetzt stehe ich weiter weg, oder? Ist das weit genug? Bei mir hängt ja alles ein bisschen hinterher gerade. Ja. Jetzt würde ich das Köpfchen neigen. Warte. Köpfchen neigen reicht nicht. Guck, Köpfchen neigen reicht nicht. Aber es geht schon besser. Es geht tatsächlich schon ein bisschen besser. Ist noch nicht perfekt, aber geht schon besser. Ihr habt Langeweile. Wieso haben wir Langeweile? Warum, Jens? Warum haben wir denn Langeweile? Nein, wir haben Langeweile. Oh, die hätte ich gerne. Die hätte ich gerne. So. Ihr sagt, wir haben Langeweile. Deswegen fahre ich ja auch gerade die ganze Zeit im Kreis. Aber wir haben nur noch 3 Minuten. Aber ich will noch einmal die Bahn zumindest runterfahren. So viele Punkte. Zweite Vorgewende noch fertig. Hallo? Andrinas Stream gucken hat nichts mit Langeweile zu tun. Das ist harte Arbeit. Denn Andrina kriegt nichts alleine hin und braucht immer die Hilfe vom Chat. Also bitte. Jetzt werde ich aber wahnsinnig hier. Da wird auch der Hund in der Pfanne verrückt hier. Huch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck dir allein diesen Fahrstil an. Schlimm genug. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Jason hat sowas gesagt von, ich soll mich nicht und so, ne? Hat er. Ich weiß, Telefonzelle. Oh, klasse.
Also ich fahre jetzt noch einmal runter und dann darfst du gerne oder soll komm, du darfst gerne auch zu mir kommen. Also ich habe jetzt den zweiten Hänger voll. Den dritten so bei 30.000, ne? Mhm. 30.000 wären genau dieser hier. 110.000, glaube ich, sind's. Ja, dann wäre genau dieser hier jetzt, wenn dieser hier voll ist, der Ernter, dann haben wir die fertig. Was? Die 110? Ja. Nee, ich habe erst einen weggebracht. Ach stimmt, du hast erst einen weggebracht. Oha. Oha. Wir brauchen jetzt noch einmal 40.000, einmal 30.000. Meinte Guru und Lavi. Hallo? Jens, Andrinas Stream gucken hat nichts mit Langeweile zu tun. Das ist eine Aufgabe, der man gewachsen sein muss. Ja. Hier werden sie gebildet. Boah. Das ist eine Aufgabe, der man unbedingt gewachsen sein muss. Das ist ein Anhänger. Hänger hast du in der Bluse. Da auch, ja. Ich muss auch mal arbeiten, aber nicht abends um 19 Uhr. Oh, du bist ja da drüben. Du bist ja, gar nicht weit weg. Ich bin ein Feld weiter, ja. Ich sehe dich. Ich bin ein Feld weiter. Mach deine Maschinen sauber. Ach, das auch noch. Das Leben ist hart, ne? Sieht schon echt schlimm aus hier. Ey, das ist rot! Das Maschine hier ist rot! Oh, ja, warte, Heiko, warte! Jetzt wartest du, jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss mit lustig, hier wird hier nicht mehr nix! Nix! Mach ich nicht mehr! So! Schön die Kartoffeln einsuppen. Ja, die, das wird jetzt kommen. Da stell dich nicht so an. So ein bisschen Nässe tut den Kartoffeln auch nichts. Da freuen die Kunden sich, dass sie sauber sind. Ja, schon gewaschen, damit sie schneller schlecht werden. Damit sie schneller faulen, genau. Woher weißt du das? Ja, damit sie gleich wieder nachkaufen. Tja, unser einer muss ja halt mal gucken, wie er mit dem Arsch an der Wand kommt. Na? Perfekt, als hätte ich hier nie gearbeitet. So, lieber Philipp, zeig noch mal dein Mützchen. Das sieht so schnieke aus. Das sieht so, so schnieke aus. Ich kann ja auch noch mal bei mir zeigen. So, könntest mich ja auch mal ankicken oder so. Man kann also die Farbe des Schirms immer noch ändern, ne? Vorne ein bisschen hell. Ich habe das so gemacht, hinten so wie die Hose und vorne so das T-Shirt. Fand ich jetzt so ganz nice, oder? Sieht gut aus, oder? Ja, Philipp, ich bin stolz auf dich. Du hast versucht zu retten, was zu retten war. Hat halt nicht geklappt, aber... Du bist total total rasiert. Ich bin total perplex hier. Was los? Aber ich glaube, wir kommen ganz gut voran. Nächstes Mal ist das Feld auf jeden Fall. Das neue Feld ist drinne. Da haben wir jetzt, glaube ich, schon gut rausgearbeitet, sodass wir uns, wenn die Waschmaschine kaputt geht, uns eine neue kaufen können. Genau so. Dankeschön für die letzten 3 Stunden. Auf YouTube bedanken wir uns auch natürlich fürs Zuschauen, fürs Däumchen geben, fürs Kommentare schreiben und hoffen, dass ihr uns noch lange gewogen bleibt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss.